Hey Leute, was geht? Und zwar heute mal zu einem kleinen, na, ich sag mal, Tutorial. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, wie ihr World of Warcraft kostenlos und legal und als Vollversion, falls jemand denkt, das ist eine Demo oder wie auch immer, spielen könnt. Diese Methode gibt es schon eine Weile, also so ziemlich lange gibt es die Methode schon. Und zwar über Firestorm. Das heißt, ich erkläre das Ganze kurz. Wenn ihr World of Warcraft kauft, das, also ihr müsst halt monatlich bezahlen, läuft das über die Blizzard-Server. Das heißt, von Blizzard Entertainment, die stellen sozusagen einen Server zur Verfügung, über die ihr halt World of Warcraft spielen könnt. Wenn ihr aber das Spiel euch über Firestorm kostenlos runterladet, spielt ihr über die Firestorm-Launcher. Die sind manchmal ein bisschen verbuggt, das heißt, manchmal kann es auch mal zu kleinen Bugs kommen. Ist aber eher selten der Fall, also ich finde es schon eine sehr, sehr gute Alternative. Also, ihr geht auf den Link hier, den ich euch auch in der Beschreibung stelle, also firestorm-servers.com. Da müsst ihr euch einen Account machen, also ganz normal registrieren. Ihr müsst da nicht irgendwas angeben, ihr müsst einfach nur eure E-Mail-Adresse, Passwort und eure E-Mail bestätigen. Wenn ihr das habt, geht ihr hier auf Join Us. Und dann habt ihr jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, die ihr anklicken könnt. Ihr könnt zum Beispiel unter anderem euch den Launcher runterladen. Ihr könnt euch aber auch von den einzelnen Realms die Klienten runterladen. Ich empfehle euch, wie gesagt, also wie ich jetzt sagen werde, den Launcher. Weil wenn ihr euch den Launcher runterladet, müsst ihr natürlich installieren, alles klar, euch anmelden. Das heißt, ihr bekommt dann hier das Desktop-Symbol, ihr öffnet das dann einfach, meldet euch an und dann bekommt ihr hier diese Übersicht. Das heißt, ihr könnt jetzt hier auswählen, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mist of Pandaria, World of Draenor oder Legion. Ja, das ein weiterer Vorteil, das über den Firestorm zu spielen, ist, ihr müsst euch einfach nur bei Legion zum Beispiel 42 Megabyte runterladen. Danach könnt ihr das schon spielen. Der Rest wird dann, während ihr spielt, runtergeladen. Bei einem MMORPG wie diesem Spiel ist es zum Beispiel nicht so schlimm, wenn ihr nicht so gutes Internet habt, weil das macht ja nicht so großen Unterschied. Von daher könnt ihr das ruhig im Hintergrund laufen lassen. So, um das Ganze jetzt noch zu zeigen. Lohnt sich jetzt nicht. Auf jeden Fall Mist of Pandaria funktioniert. Die beiden hier unten funktionieren manchmal nicht. Deswegen ladet euch einfach Mist of Pandaria runter und ihr könnt ja dann euch halt dort einen Charakter erstellen, wie auch immer. Ja, wenn noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas nicht klappt, wie auch immer, könnt ihr immer in den Kommentaren eine Frage stellen, wo ich dann auch drauf eingehen werde. Ja. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Ich denke mal, weil die Methode gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich denke mal, die werden schon viele kennen. Aber da ist ja eigentlich immer da, eigentlich World of Warcraft nie irgendwie alt wird und da immer noch ein Haufen Leute spielen. Auch über die Server spielen da ein Haufen Leute. Von daher seid ihr dann bei weitem nicht die Einzigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ist jetzt sehr albern, aber naja, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.